mich nervt nur manchmal meine Capture Card bei dem Spiel, weil das dann so ruckelt, aber daran kann ich halt nicht viel ändern. Aber das halten wir schon aus. Damit kommen wir, glaube ich, klar. So. Oh, dieser Stuhl, ne? Das knarrt. So, ich guck mal, wie lange wir heute machen. Auf jeden Fall nicht so lang wie Dienstag, weil ich habe morgen ja nicht frei. Und ich bin auch immer noch nicht ganz fit. Wir sind ja Frösche, guckt mal. Fröschis. So, kriegt sich die Capture Card noch ein? Ist gerade noch ziemlich laggy. Ich starte mal das Capture Card Programm nochmal neu. Helfen denn die Medikamente? Ja. Also ich habe tatsächlich ja gestern war ich ja zu Hause. Ich habe den ganzen Tag nicht geredet und dachte, okay, so ist besser. Das wird ja deinem Hals und deiner Stimme gut tun. Und heute früh auf Arbeit dachte ich, ja, gar nicht so schlecht. Und dann kam plötzlich doch wieder so ein Hustenreiz. Und dann war alles wieder vorbei. Also, ich weiß nicht. Irgendwie zieht sich das jetzt langsam. Wirklich schon lange. Also seit Samstag habe ich das ja. Und es geht nicht so richtig weg. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Irgendwann. Irgendwann wird mein Hals auch wieder top in Ordnung sein. Es ist auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, der Hals ist nicht mehr so trocken und so kratzig, wie es jetzt die letzten Tage immer so war. Aber trotzdem, dieser Hustenreiz ist noch da. Zwischendurch ist die Stimme immer mal so ein bisschen heiser. Also ja, aber es wird. Bis zur Hochzeit ist alles wieder weg. So, ich habe ja gerade gesagt, wir machen so ein bisschen Nebenquests jetzt auch mit. Weil ich den Einwand letztens von Owen gar nicht so blöd fand, dass natürlich, wenn ich jetzt die Nebenquests mache, kriege ich natürlich auch neue Fähigkeitspunkte und die könnten mir vielleicht im weiteren Spielverlauf ja weiterhelfen. Deswegen machen wir jetzt Nebenquests. Hochzeit. Welche Hochzeit? Deine? Ja. nee, wir haben uns ja schon mal drüber ausgetauscht. Ich werde nicht heiraten, aber das sagt man doch so, oder? Ich weiß, also bei uns in der Ecke sagt man immer, wenn zum Beispiel ein Kind irgendwie gestürzt ist und sich das Knie aufgeschlagen hat, sagt man immer nur, bis zur Hochzeit ist verheilt. So. Ich dachte, das ist so ein Spruch, den man kennt. Also der allgemein, allgegenwärtig ist, aber vielleicht ist das tatsächlich so ein regionales Ding, was man eher hier bei uns so sagt. Mich wundert's ja, dass hier gerade kein Schütze ist. Ich habe schon gedacht, dass das nur ein Spruch ist, aber ich kenne den nicht. Da dachte ich, frag mal nach. Echt? Bei uns sagt man das tatsächlich immer zu Kindern, wenn die hingefallen sind, Knie aufgeschlagen und heulen, dann heißt es immer nur, bis zur Hochzeit ist wieder alles gut. Bis zur Hochzeit ist verheilt. ja. Ich glaube, das ist rein theoretisch hier ein Gebiet, wo man sich durchsneaken könnte. Bitte des Auftraggebers ist auch unentdeckt zu bleiben. Lass mal gucken, ob wir das hinkriegen. Kriegen wir nämlich auch mehr Belohnungen. Wenn wir das schaffen. Oh, stimmt, ihr habt keinen Ton. Warum habt ihr keinen Ton? Ach so. Weil ich das Ding neu gestartet habe.
Sorry. Aber ihr habt hier nichts verpasst. Ich habe gerade nur Leute markiert. Frage ist, wenn ich den eliminiere und die den... Wartet. Und die den finden, bin ich ja nicht mehr unentdeckt, wollte ich gerade sagen. Okay. Der Botanist hat eine Liste der Orte, an denen seine Proben aufbewahrt werden. Stiehl die medizinischen Proben. Sind die da in der Kiste? Es wäre zu einfach. Eine Liste mit den Inhalten der Krüge würde die Suche erleichtern. Diese Probe sollte reichen. Der Inhalt der Krüge kann Unvorsichtige töten. Oh, ich bin vergiftet. Das hätte mir ja mal jemand sagen können. Ich habe mich übrigens von euch influenzen lassen und habe mir die Müllermilch-Pistazie-Kokos geholt und berichte, wie es war. Och, so hast du schon getrunken. War so, naja. Riecht nach Kokos und schmeckt nach Milch und Pistazie. Naja, aber das ist ja das, was ich okay finde. So, also, ich mag ja nicht so viel krass Kokos. Geh auf Erkundung. Das ist trotzdem noch nicht so richtig, was ich jetzt hier suche. Muss ich hier rein? Muss ich zu der Kiste? Also ich mag Pistazie-Kokos und ich mag auch Nocciola-Nuss. Dann gab es noch die Sorte Popcorn. Das fand ich so strange, dass ich die auch mitgenommen habe. Die habe ich aber noch nicht probiert. Popcorn finde ich auch seltsam. Nach was soll das denn schmecken? Nach Zucker? Butter? Bei Popcorn ohne Zucker oder Butter schmeckt ja auch einfach nach nix, ne? Jetzt kommt der dort. Wow. Ich glaube, wir haben es verkackt, oder? Jetzt kommt der gleich, dann sieht er ihn, oder? Was ist denn? Der ist hinüber. Kein Zweifel. Geh hoch! Basi. Meine Güte. Okay. Anscheinend können die Leichen entdecken. Die dürfen nur mich nicht sehen. Na dann. Easy. Dann machen wir die jetzt hier alle platt. Was ist mit der Waffe los? Ich mag die Eiskaffee-Variante. Die habe ich, glaube ich, noch nie
gekostet. Auf jeden Fall weiß ich nur, dass ich diese Standardsorten nicht mag von Müllermilch. Also hier Vanille, Erdbeer, Banane, Kakao. Die mag ich überhaupt nicht. Die schmecken mir zu künstlich. Aber ich mag auch so die Special-Sorten, die es dann immer mal gibt. Die saisonalen. Und Pistazie Kokos. Das ist wirklich, muss ich sagen, die Tanne beim Ranch Sim, ja. So ungefähr. Ich warte noch mal kurz ab, bis sie sich noch mal getroffen haben. Geh einfach ohne mich zu brennen. Ich mach mir einen ruhigen Abend. Ja, mach dir einen ruhigen Abend. Wer hat mich gesehen? Oh. Da ist ja einer oben. Das ist ja jetzt ungünstig. Ja, Ranch Sim war auch lustig, das stimmt. Susi möchte ja auch gern, dass wir uns jetzt das neue Update nochmal angucken, aber soweit ich weiß, sind ja die Spielstände Schrott. Und aktuell, muss ich sagen, frustriert mich das, weil ich eigentlich keine Lust habe, das Spiel jetzt nochmal ein drittes Mal anzufangen. Aber mich würde es schon auch interessieren, muss ich sagen. Also, so ist ja nicht, ne? Mit dem neuen Update und so. Ist, denke ich, schon interessant. Aber ja, mal gucken, wann es mich da auch packt. Ich habe ja auch gerade noch genug andere Sachen, die ich spielen kann. Wieso kann ich den nicht eliminieren? Jetzt. Kann ich verstehen, hätte ich auch keine Lust drauf. Ich habe noch mal ein Update woanders gesehen. Da, wo man dann Felder anlegen und pflügen und mähen konnte. Mehr habe ich bisher nicht gesehen. Also wir konnten ja damals, ich weiß gar nicht, wann wir das zuletzt gespielt haben, ist auch schon eine Weile her, konnten wir ja auch schon Felder anlegen. Aber ich fand das, das war so, was war nicht so schön. Ne? Also ich meine, man darf es natürlich nicht mit dem Landwirtschaftssimulator vergleichen, was ich trotzdem mache. Aber ich fand das halt sehr, ja, es war halt nicht so gut optimiert mit dem, Basim, du machst mich immer noch ein bisschen wuschig. Aber vielleicht ist ja jetzt alles besser, man weiß es nicht. Aber irgendwann werde ich es bestimmt nochmal spielen mit Susi.
Okay, der eine läuft von hinten nur hier vor. Der wird ja hoffentlich nicht hier ganz hochkommen. Ich lass dich deine Milz fressen. Ja, ja. Die habe ich schon so oft gefressen, seit ich dieses Spiel spiele, ist kein Problem. Ja, ich bin weg. Es ist halt blöd, ist der sucht halt noch, ne? Wenn er jetzt hier um die Ecke guckt. Ah, okay. Easy. Bleib ich halt einfach hängen. Ich weiß immer noch nicht, wo die anderen Proben sein sollen, die ich stehlen soll. Das ist mir irgendwie nicht so ganz logisch. Da? Stimmt, oder? Bestimmt hier im Haus. Da stehen zwei Leute. Das ist mal kein gutes Zeichen. Also, wir haben noch 1, 2, 3, 4. Nee, es hat noch nicht geschneit tatsächlich, aber kommende Nacht ist der Schnee dran. Und ab morgen oder übermorgen, sagen wir mal übermorgen, ist auch komplett alles nur noch Minusgrade bei uns, Tag und Nacht. Und jeden Tag ist Schnee drin. Heute war es nur super windig. Stürmisch, nicht nur windig, war tatsächlich stürmisch, würde ich sagen. Hier hat er mich jetzt gesehen. Mit denen machen wir noch platt. Oh, da ist, glaube ich, Zeug. Nee, das ist eine Bank. Eine Sitzbank. Das Ding ist, den kann ich, glaube ich, nicht eliminieren. Doch. Ich muss hier schnell weg. Oh no. Okay, aber der verfolgt mich nicht. Und noch ist mein Bekanntheitsgrad nicht auf Stufe 1. Ich glaube, das sollte noch mal runtergehen. Der Kalif hat keinen Respekt vor der Kunst der Medizin, Gelehrte zu bedrohen.
Bin ich ein bisschen erschrocken. So viel zum Versteckbleiben.